Hallo Jönisschen und damit willkommen zur zweiten Folge NHL 22 im Beer Pro Modus. Und wir starten direkt mit einem Gespräch rein in die zweite Folge mit unserem Mitspieler. Er hat Lust, mit einigen von uns bowlen zu gehen. Ja, klar. Bowling ist ganz mein Fall als Star-Antwort oder als Team. Ich glaube, wir sollten mal erstmal wieder das Team pushen, nachdem wir das letzte Spiel ja knapp verloren haben. Ja, beziehungsweise nicht so ganz knapp, aber nachdem wir es leider verloren haben, sagen wir es so. Ja, Bowling klingt fantastisch. Ausgezeichnet, dass du an Bord bist. Wenn du das nächste Mal den Puck forderst, spiele ich ihn zu dir. Ja, gut, das ist kein Problem. Was kostet das Ganze? Ein bisschen Geld, was wir da jetzt reinstecken mussten. 20 Euro in dem Fall. Mitspielersympathie steigt dafür. Balance ein bisschen höher. Die Ausdauer allerdings ein bisschen runter, weil wir natürlich dann ja ein bisschen was essen, ein bisschen feiern, was jetzt nicht im Sinne von normalem Training wäre. Und wir geben noch eine Teamantwort hier. Ja, okay. Damit also ein bisschen weniger Geld, ein bisschen Mitspieler Sympathie und das war es dann auch schon für das Gespräch erstmal. Damit stehen wir jetzt auch schon vor dem zweiten Playoff-Spiel von der Champions Hockey League und zwar gegen EVZ, also EV Zug, habe ich soweit rausgefunden, ist also ein Schweizer Eishockey-Verein. Ja, sollten wir hoffentlich jetzt gewinnen können. Geht ja um so einiges, sonst wäre unser Europaaufenthalt hier vor dem NHL-Draft doch recht, ja, kurz auf jeden Fall. Und da geht's also in Bremerhaven rein in das zweite Spiel der CHL Playoffs. Hoffentlich können wir uns jetzt zum Sieg durchringen. Ja, es fängt schon wieder perfekt an und zwar schießen die Gegner direkt mal ein Tor. Noch bevor wir das erste Mal auf dem Eis waren. Schauen, ob wir den jetzt direkt reinmachen können. Ja, es wäre natürlich ganz schön gewesen. Ja, perfekter Anfang natürlich. Jetzt rennen wir direkt wieder einem Rückstand hinterher. So, haben zumindest jetzt mal den Puck. Und ab nach vorne. Einmal in die Mitte. Doppelpass mit dem Mate. Hat sogar ganz gut geklappt. Puck da auch nochmal stark erobert. Und wenn die uns die Chance lassen, ziehen wir einfach mal ab. Und der Torhüter hat ihn natürlich mit dem Fanghandschuh. War auch ein bisschen Distanz. Zumindest mal eine erste Torchance abgegeben. So, wenn wir jetzt das Bulli zumindest mal gewinnen könnten. Genau. Folgt gleich der nächste Schuss. Ja, knapp. Bisschen Druck, den wir jetzt hier aufbauen können, aber das sind alles ja, sehr lappenhafte Schüsse tatsächlich. Ja, und da fällt das 2:0, also die Mannschaft überhaupt nicht da, wo sie sein sollte. Das ist natürlich dann unglaublich schwer, wenn die Gegentore auch noch fallen, wenn wir nicht auf dem Eis sind, also gar nichts dagegen tun können. Das Einzige, was wir machen können, ist gar nicht mehr rausgehen und alle Bullies verhindern. Sonst fällt mir da auch nichts ein, ja, wenn die Kollegen einfach zu schlecht sind gerade, ja. Naja, vielleicht bin ich auch einfach scheiße. Also in dem Fall hat es nichts gebracht. Jetzt mal hinterhergehen nochmal, damit die zumindest nicht abziehen können und das 3:0 schießen. Mate aus dem Weg, bitte. So, jetzt wieder hier im Angriff. Legen wir nochmal rüber. Um ihm zumindest eine Chance zu geben. Aber aus dem Winkel natürlich auch schwierig für den Kollegen. So, starke Puckeroberung. Und wieder nach vorne. Ja, da war auch überhaupt kein Platz und ich wollte dann auch lieber nicht passen. Und die Gegner haben ein Powerplay, also müssen jetzt hier auch noch in der Unterzahl hinterhergehen. Übrigens kann ich gerade mal einblenden, wenn wir hier eine ruhige Situation haben. Der gute Leo Zino hat geschrieben in seinem Kommentar, dass er uns ganz gerne bei den Dallas Stars sehen möchte. Vielleicht dann doch ein paar Star-Antworten nötig, die ich da als Antwort gegeben habe. Ja. Wer weiß, vielleicht nehmen die Dallas Stars uns ja. Das wird sich dann ja beim NHL Entry Draft entscheiden. So, einmal rüber zum Kollegen. Ja, natürlich hat der Hoffmann noch den Schläger dazwischen. Und wir haben nicht die Ausdauer, um das jetzt zu machen. Jetzt hält der Goalie den. 2:0 immer noch scheiße, aber wir können es eigentlich noch schaffen. Und da fällt das 3:0, also wir werden hier aus den CHL Playoffs doch ordentlich rausgeballert gerade. Überhaupt keine starke Leistung, auch hier beim Heimspiel. Ja, wieder daneben, schade. Warum kriege ich da den Puck? Den wollte ich gar nicht. Oh,
Komm, erstmal alle weggedrückt, körperlich sehr betont hier von Erdbeer. Aus dem Weg. Und ja, Schuss war es dann am Ende doch wieder nicht. War zumindest mal körperlich sehr stark, wie wir uns da durchgesetzt haben gegen zwei. Und da geht's ins Gespräch mit unserem Coach. Eddie, wir liegen zurück, aber wir haben noch nicht verloren. Ja, habe ich auch ja gesagt, aber 3-0 ist eigentlich doch eher verloren. Ist noch alles drin, aber dafür brauchen wir schnell ein Tor. Ich erledige das und wir drehen das Spiel. Oder am klügsten wäre es noch ein Tor zu schießen, um ranzukommen, und dann genau das werde ich machen. Ja, okay. Wir geben mal eine Teamantwort. Das letzte Mal sind wir damit auf die Nase geflogen, dass wir uns da als Star hervorheben wollten. Hat da schon nicht geklappt und deswegen jetzt mal mit der Teamantwort. Ich möchte jetzt nicht auch noch ein Tor versprechen, wenn wir 3-0 hinten liegen. So, jetzt mal in die Mitte ziehen und abschießen, aber nein, wieder. Natürlich wieder auf den Fanghandschuh geschossen und dementsprechend hat er ihn noch relativ locker. Und da ist der Anschlusstreffer, 3:1. Damit haben wir realistisch zumindest noch halbwegs eine Chance. Wenn wir jetzt in diesem Drittel vielleicht noch sogar den direkten Anschlusstreffer schießen. Einmal rüber und da fliegen wir erstmal in den Goalie rein. Das war natürlich eine super Chance, allerdings der Pass ein bisschen schlecht. So, jetzt mal Erdbeer mit einem Solo hier. Und das war doch erfolgreich. Ja, wieder mal wie im letzten Spiel der Schuss und zur Vorlage. Was ein Solo und dann wieder mal der Rebound-Shot hier von Jirgelik. Damit das 3:2. Oh yeah, damit sind wir wieder dran. 3:2. Genau das Tor, das wir in diesem Drittel noch gebraucht haben. Jetzt natürlich kein Gegentor bitte kriegen. Kannst wieder rüberlegen. Erdbeer wieder halbwegs durch und bleibt am Schläger hängen. Jetzt in die Mitte, nochmal rüber. Das war die nächste Chance. Sind jetzt auf jeden Fall besser im Spiel aktuell, Ende des zweiten Drittels. Und dann fällt wieder das 4:2 durch Powerplay. Ja, irgendwie, da kannst du aber nichts machen. Da nochmal das schöne Tor. Sind wir wieder zwei Tore weg und haben noch 20 Minuten. Starten jetzt sogar direkt rein. Achso, weil wir immer noch in Unterzahl unterwegs sind. Damit können wir also noch nicht mal jetzt auf die Jagd gehen. Dann nehmen den Puck schon mal. Geh doch aus dem Weg, danke. Und wieder Fanghandschuh. Ja, ich schieße auch immer in die gleiche Ecke. Ich denke halt so, dass es immer ganz gut wäre. Entgegen der Laufrichtung dann. Aber nee, irgendwie nicht. Ah, stark behauptet. Boah, das war erst stark behauptet und dann voll umgefetzt worden. Er schippt ihn nach vorne. Wenn wir den da zumindest festmachen. Nee, wir müssen immer noch in Richtung Nadi Kill hier gehen. Schön abgelaufen, aber immer noch den Abpraller beim Gegner. Wieder reingelaufen und wieder direkt verloren. Und tatsächlich kannst du den Puck auch einfach vorne nicht festmachen. Das geht gerade nicht. So, Konter. 2:2. Es war genau links oben in den Winkel, aber der Keeper auch mit der Stockhand noch da. Jetzt schmetter ihn mal rauf, bitte. Da den Abpraller? Nein. Ich hätte gehofft, dass wir da den Puck vielleicht direkt reinschieben können. Wir gehen mal eben raus zum Wechseln. Und das 5:2 auch noch bei einem 5:3 Powerplay. Also irgendwas stimmt hier nicht mit der ganzen Mannschaft, ne? Wie die reinkloppen. Weg da. Okay, einmal zurück. Erstmal fast den Gegner in den Fuß geschoben. 5:3, ey. Was habt ihr gemacht? Und wir sind ja nicht mal auf dem Eis, wenn sowas passiert. Ne? Da kann ich ja auch nicht ewig den Teamspieler machen, oder? Wie seht ihr das? Also ganz ehrlich, wir müssen auch irgendwann unsere Erfolge mitnehmen. Und das Team hier spielt irgendwie ziemlich mistig. Das spielt ja überhaupt nicht gut. So, mal abschließen hier. Aber das bringt natürlich auch nichts, wenn du die ganzen Verteidiger noch vor dir hast. Können wir mal wieder direkt rausgehen. Und da fiel gerade sogar noch das 6:2, falls ihr es gesehen habt.
Jetzt probieren wir mal ein Powerplay. Vielleicht können wir jetzt mal wenigstens ein Tor schießen. Unsere eigenen Werte hier ein bisschen aufpolieren. Darum kann es ja jetzt nur gehen. Spiel um die Ehre. Ja, so fühlt sich's auch an. Es war zumindest mal direkt gefährlich. Wo? Geh aus dem Weg, Mann. Wo wir hier aufs Eis kommen. Ja, schöner Pass über die Bande. Ja, das war auch immer gut. Gut gemacht, aber der Keeper ist direkt wieder da. Ja, auch da steht er wieder perfekt. Ein paar Sekunden Powerplay haben wir noch. 38 Sekunden. Das sollte noch einmal reichen für 2-3 Angriffe. Jetzt werden die den Puck wieder klären. Wir bleiben mal gleich ein bisschen weiter vorne. So, spiel den einmal lang durch. Jetzt 1 gegen 1. Ja, aber was sollst du da auch machen, ne? Es sind immer noch Verteidiger vor dir. Das ist halt dann auch extrem schwierig. So, nochmal. Aber wieder 2 gegen 1. Wir müssen halt eigentlich warten, bis die anderen kommen. Ach Mann, ey. Das ist so ein Mist, sich dann da durchzusetzen. Weil die Kollegen halt gerade wirklich nichts können. Also ich will die jetzt nicht bashen oder so, aber sie spielen halt schlecht. Also ich spiele auch nicht gut, aber das ist generell, ja, das war wohl verdient dafür. Generell einfach ungünstig gerade. So, komm, den schmettern wir da jetzt nicht drauf. Wir verletzen uns eher noch fast vorher. Ja, 6-2, wieder mal die Gegner am Powerplay, während wir hier reinkommen. Mit überhaupt keiner Ausdauer, was soll das denn? Warum werden wir immer eingesetzt, um Tore zu verhindern in Unterzahl? Wenn wir kaum Ausdauer haben, das bringt nichts. Ja, verzögerte Strafe auch noch, das gibt wieder ein 5 gegen 3. Ja. Sie bringen sich halt selbst um ihren Skill, so wenn die ganze Zeit rein faulen hier, ne? Das bringt gar nichts. 6-2 geht's damit aus, aber was soll das? Da kannst du nichts machen und damit ist das Spiel schon wieder vorbei und wie scheint, so wie die sich freuen, sind wir sogar raus, oder? Mit dem 2-0 hier. Halte ich mal für gut möglich. I'll tell you what, it's not for a lack of effort on that youngster's part. I really like his game. I thought he showed really well against men in this particular competition. Ja, danke dir, Kommentator, Moderator, wie auch immer. Wenigstens einer, der es richtig gesehen hat. Damit sind wir sogar direkt draußen aus den CHL-Playoffs. Geben wir jetzt nochmal kurz ein Interview. Wir haben großartig gespielt. Danke, die zweite, die es einsieht. Aber es hat trotzdem nicht gereicht. Was sagen Sie zu diesem Spiel? Was waren die Gründe für das frühe Ausscheiden? Ich habe getan, was ich konnte, aber manchmal reicht das nicht. Ja, genau. Ah, okay. Was sind Ihre nächsten Ziele? Fragt sie. Ja, ich werde mich auf meinen Aufbau der Marke konzentrieren. So, ziemlich interessant, genau, bla bla. Nichts Besonderes, das war halt auch einfach nicht gut. Wir nehmen jetzt einfach die Markenpräsenz mit, bashen die Mitspieler noch ein bisschen und das war ja auch wirklich so. Also ich würde ja eher auf die Teamrolle gehen. Das finde ich im NHL-Team dann später auch viel wichtiger. Gerade wenn wir noch wirklich dann der schlechtere Part im Team sind, auf jeden Fall. Das werden wir sein, wenn wir gerade gedraftet wurden. Aber jetzt gerade müssen wir mitnehmen, was wir mitnehmen können. Und ganz ehrlich, das Team war auch einfach nicht gut. Das waren zweimal ordentlicher, ja, Schlag. Ja, und damit haben wir nur noch die Möglichkeit, bis zum Draft zu simulieren. Alle weiteren Spiele sind ja gemacht, also werden wir den Draft schon in der zweiten Folge haben. Hier nochmal ein paar Ergebnisse der Woche. Sieht soweit alles ganz okay aus. Wir haben ja auch nicht schlecht gespielt. Gut, die Physis hat sich ein bisschen verschlechtert. Die Widerstandsfähigkeit wahrscheinlich, weil wir einfach zweimal richtig umgebumst wurden, so wie das da aussah im Spiel. Alles Weitere hier hat jetzt natürlich keinen Einfluss, weil wir simulieren. Das ist einfach die normale Weiterentwicklung dann. Wir können damit aber mal einen Blick auf den Fähigkeitsbaum werfen und zwar uns mal den Kanonenschuss freischalten für einen Merkmalpunkt. Ich denke mal, das ist ganz interessant dann, dass wir ein bisschen härter schießen können und genau das sehen wir jetzt auch hier. Ich habe in letzter Zeit ein Gutes über dich gehört. Soll ich dir deinen aktuellen Draft-Rang verraten? Ja klar, schieß los. Du bist 10. Glückwunsch. Okay, 10. Boah, das ist... Naja gut, wir kommen aus Deutschland, ne? Also das ist ohnehin dann recht schwierig. Und wir sind gleich rausgeflogen aus den CHL Playoffs mit 2 Assists. Wir sind Center, also eigentlich sollten wir Tore schießen. Auch das war nicht möglich. Ja. Okay. Ja, wir sagen trotzdem mal echt, das ist ja genial. Wir kommen in die NHL und wir sind recht weit vorne mit dabei. Geht doch eigentlich.
Also super, danke Taylor. Bin mal gerade am überlegen, wo wir unsere MP reinfeuern, also unsere Merkmalpunkte. Und ich würde das gerade sogar nochmal in den Charme reinhauen, damit wir mehr Interview-Antwortmöglichkeiten haben und damit das Ganze auch ein bisschen besser lenken können. Ob das dann in unsere Richtung geht oder in eine andere, die wir nicht so möchten. Und das gleich machen wir mit der Diplomatie auch mal, damit wir uns direkt auf das NHL-Team vorbereiten. Dann brauchen wir natürlich noch was in der Schusskategorie. Den Kanonenschuss weiter. Ja, wir können Scharfschütze nochmal ein bisschen mehr leveln, dass wir da einfach ein bisschen mehr Präzision reinkriegen. Und hier haben wir nochmal den Wristshot oder den Schlagschuss. Ich schieße gerne per Schlagschuss, von daher werde ich das auch nochmal dazu nehmen. Wir haben erstmal ein Gespräch mit einem Team. Und zwar mit den Philadelphia Flyers hier in diesem Fall. Da kann der Moderator jetzt mal bitte leise sein. Hallo. So, das ist also der GM von den Philadelphia Flyers. Dein Team will einen drauf machen, wäre aber möglicherweise nicht rechtzeitig zurück. Gehst du mit? Ja, Star-Antwort wäre ohne Zweifel könnt. Wie könnte ich da Nein sagen? Team wäre ja, solange ich es verantworten kann. Und überzeugen wäre nicht, wenn ich am nächsten Tag ein Spiel habe. Ich will meinen Mitspieler nicht enttäuschen. Also Überzeugungserfolg ist 50-50. Das kann dann auch in die Hose gehen. Also nehmen wir mal, solange wir es verantworten können. Freut mich, dass du deine Vorbereitung so ernst nimmst. Wie verbringst du vor Spielen deine Freizeit? Ich versuche mich zu entspannen. Esse bewusst und ruhe mich aus. Ich sehe mir Highlights früher Spiele an, was ich richtig gemacht habe. Okay. Ja, ich versuche mich zu entspannen. Also da geben wir jetzt erstmal ein paar Teamantworten. Rede mit deinen bisherigen Coaches. Würden sie uns raten, dich zu traden? Zu draften natürlich. Klar, ich will meinem Team immer einer der besten Spieler. Ja, das müssen wir auch so sagen dann. Ergebnis des Draft-Lotterie-Interviews 92, was auch immer das heißt. Also danke für die Einladung. So, hier haben wir also die Ottawa Senators, die wollen ein bisschen mehr auf die Jugend gehen. Vielleicht sind wir da ja dann auch ja, ganz oben mit in der Liste bei denen. Wenn du auf dem Eis stehst, was ist für dich als Spieler das schönste Gefühl? Zu wissen, dass ich auf dem Eis alles gegeben habe. Gewinnen ist immer super. Es geht nichts über das Wissen, dass man auf dem Eis besser als alle anderen Spieler ist. Ja, Gewinnen ist immer super, sagen wir es mal so. Überzeugt, willst also sagen, Siege sind wichtiger als der Beste zu sein. Definitiv, solange wir gewinnen, ist mir egal, ob ich nur eine eingeschränkte Rolle gespielt habe. Boah, nichts ist wichtiger als der Beste zu sein. Und ungefähr hin, ja, keine Ahnung. Entweder über unsere Überzeugung beibehalten oder wir sagen definitiv, solange wir gewinnen. Ja, solange wir gewinnen, ganz ehrlich, das ist das Wichtigste. Das ist die Einstellung, die ich sehen will. Warum sollten wir dich draften? Also, ich bin der fleißigste Spieler, ich passe gut ins Team. Das Team bekommt den besten Spieler in diesem Draft. Ja, so gehen wir da mal ran. 72 Punkte beim Draft-Interview. Okay. So, wir sind nochmal in unserem Gespräch mit dem Agenten und zwar sagt er, dass alles klar ist. Heute ist der Tag von dem Draft. Du hast dich großartig geschlagen und laut Prognosen sind wir der 10. Pick, Leute. Also mal schauen, was es werden wird. Ich würde mal sagen, ja, danke, ich bin aufgeregt. Kann also losgehen, der Draft. Bald ist es soweit und immer schön in die Kameras lächeln. Ja, wir werden unser Bestes geben. Mal schauen, auf welchem Platz, ob wir dann wirklich der 10. Pick sind. Und für welchem Team wir dann natürlich auch landen. Da ist er also nun, der NHL Entry Draft. Oh ja. Da geht's also los. Die große Frage, bei welchem Team wir dann landen werden. Und es ist Pick 12 mit den Calgary Flames. Da hatten wir unser letztes Gespräch gerade eben noch. Und da sind wir jetzt also der 12. Pick für die Flames. Also auf Platz 12 in die NHL gedraftet worden ist auf jeden Fall angenehm. Also ja, erster Rundenpick geht immer. Platz 12 ist jetzt nicht so ganz super. Aber zumindest bei den Flames jetzt hier. Damit würde ich mal sagen, ich simuliere zur nächsten Saison. Wir haben ja jetzt die Offseason soweit. Dann dürfte es mit den Vorsaisonspielen weitergehen. Und die machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also bis dahin und ciao.